Bis jetzt war Kostjas Weg schon sehr, sehr vielfältig für einen so jungen Athleten. Zuerst Düsseldorf, dann über das Internat, nach Straßburg, Belgrad. Jetzt waren wir in Braunschweig und kommen jetzt zu einem Kapitel, was mir besonders am Herzen liegt. Wir sind auf dem Freiplatz und hier geht die Story weiter. Willkommen in meiner Stadt! Ich muss sagen, am allerersten Training habe ich geweint. Wenn du verletzt bist ein ganzes Jahr, brauchst du auch ein Jahr, um wieder zurückzukommen. Ich war so sauer auf mich selbst einfach. So enttäuscht von mir selbst, so alles weggeworfen zu haben, weiß ich gar nicht. Yes. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Für uns beide, glaube ich, im Freiplatz. Frische Luft weht uns um die Nase. Und der Freiplatz ist eine ganz besondere Spielstätte. Und beginnen möchte ich, wie eben in der Halle, mit einer kleinen Überraschung, mit einer Quote, die nicht von mir kommt, sondern jemandem, der auch eine Rolle gespielt hat in deiner Karriere und immer noch spielt. Schau dir einfach mal an, was dieser junge Mann zu sagen hat. Kostja ist ein sehr eigener Typ. Er hat eine starke Persönlichkeit, er hat ein großes Charisma, sehr offen, sehr ehrlich, sehr loyal. Er ist real. Was ich sehr an ihm schätze, ist, dass er einem die Meinung sagt, aber immer sein Gegenüber respektiert, egal wer sein Gegenüber ist. Und er ist risikofreudig, was Vor- und Nachteile hat. Er hat aber einen Weg gefunden, diesen Spagat geschafft zwischen auf der einen Seite sich selbst treu bleiben und auf der anderen Seite sich weiterentwickeln. Das schaffen nicht viele, das hat er hinbekommen und ja, das ist Kostja so als Typ. Könnte man sagen, dass Kostja Muschidi durch Streetball so eine Art Wiedergeburt als Basketballer erlebt hat? War das so ein bisschen, hat das das Feuer nochmal neu entfacht? Hattest du mit Basketball eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen zu dem Zeitpunkt? Streetball ist das, womit wir angefangen haben irgendwie. Ne? Wir haben alle irgendwie draußen auf dem Freiplatz mal gespielt und dann sind wir in die Halle gekommen. Ja. Von daher bin ich sehr dankbar über der Stamm, Dia Soliman und ja, man, Step by Step hat sich das entwickelt. Das hat mir auf jeden Fall noch mal Hoffnung gegeben für mein Leben. Ich war in einer sehr tiefen, wie gesagt, Depressionsphase. Ja. Und hatte eigentlich nicht mehr wirklich was, wofür ich leben wollte. So. Ja. Und dadurch, dass ich den Basketball in der Hand hatte und das Turnier direkt gewonnen habe, und so hatte ich das Gefühl, so, ey, ich kann was erreichen, ich kann was schaffen. Und ich kann auch meinen Ruf jetzt vielleicht nicht sauber waschen, aber ich kann Leuten zeigen, dass ich es immer noch versuchen will. Ja. Und ich hätte einfach diese Stage gebraucht und die wurde mir geboten dann. Und ich war einfach sehr dankbar dafür. Das heißt, du hast das 3x3 kennengelernt, du hast gesagt, du hast dich verliebt, aber konntest diese Plattform auch sehr gut nutzen. Du hast Streetball gesehen, aber du wurdest auch gesehen auf dieser Plattform, weil du sehr, sehr gut performt hast. Seit 2021 deutscher Meister geworden mit der Stamm im 3x3. Und du hast viele Turniere gespielt, nicht nur in Deutschland. Ja, dein Name war wieder präsent. Und dann kam es zu deinem Wiederengagement. Wie kam es dazu? Es war schon November. Ich war schon gestresst. Ich dachte so, okay, vielleicht wird das diese Saison gar nichts. Geduld ist nicht mein Freund. Und dann kam halt Martin Geisler und das Timing war einfach perfekt. Und Martin ist ein Typ, der sehr menschlich ist und der mich erst gefragt hat, wie es mir geht. Da haben wir erstmal ein normales Gespräch gehabt von Mensch zu Mensch und nicht von Spieler zu GM. Und dann konnte ich direkt merken, dass er es ernst meint mit mir und mit meinem Wohlbefinden. Und man muss sich auch selber die Finger aus dem Arsch ziehen manchmal im Leben. Und man kann nicht immer auf andere warten, dass sie einem helfen. Trotzdem ist es wichtig, dass Leute um dich herum hast, die dir helfen. Und Martin war so eine Person. Ja. Und ich konnte direkt dann von November an ein Training beginnen. Und es war für mich so surreal alles. Und dann erstes Spiel direkt gegen Bayern München. Nachdem ich ein paar Monate vorher im Lager war, war schon krass. Dann auch gut performt eigentlich gegen Bayern, gutes erstes Spiel gehabt und von da ging es eigentlich nur bergauf, aber ich musste mich halt jeden Tag kämpfen am Anfang und mich beweisen und zeigen, dass ich ein guter Junge bin. Und ich bin sehr dankbar für die Geduld, die der MBC hatte und Martin und so konnte dann das alles wachsen. Das heißt, du hast die Chance bekommen, Martin Geisler da hat dir die Chance gegeben, hat an dich geglaubt und du hast es bestätigt. Hast ja die ganze Saison durchaus bewiesen als einer der besten deutschen Spieler in der Liga. Also, du hättest ja auch nach der einen Saison jetzt sagen können, okay, und ich bin mir sicher, es waren Angebote da. Was hat dich dazu bewegt, dann doch zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und gebe dem Projekt die Zeit, nochmal zu wachsen und nochmal den nächsten Step zu machen? Was hat dich dann dazu bewogen? Persönliche Entwicklung, glaube ich. Ich habe mir selbst die Zeit genommen, beziehungsweise
habe mich mit meiner Familie beraten. Und ich habe sehr viel dann auch verpasst, muss ich sagen, von nach Belgrad, seit der Injury, die ich in Belgrad hatte. 2018 habe ich sehr viele Spiele verpasst, Saisons verpasst. Und ich wollte einfach ein stabiles Umfeld haben und mich weiterentwickeln können, beziehungsweise der NBC gibt mir Vertrauen. Der NBC erwartet von mir, dass ich performe. Die brauchen, dass ich performe. Die zählen auf mich. Und das ist wichtig und das brauche ich. Ich wollte nicht in ein Team gehen, wo ich nicht so wichtig bin oder wo es egal ist, ob ich 0 Punkte mache oder 10. Mhm. Ich will ein Leader sein in meinem Leben und nicht nur auf dem Basketballfeld. Und von daher war es für mich der richtige Schritt, noch mal ein Jahr hier dran zu hängen und noch mal durch Höhen und Tiefen zu gehen. Ich weiß, es ist nicht alles Rainbow und Sunshine im WC. So. Wir werden vielleicht gegen Abschied kämpfen, wer weiß. Aber es ist für mich eine Challenge, die ich gerne annehme. Und ich habe durch mein sehr junges Leben gelernt, dass so Challenges, Challenges sind sehr wichtig für einen Spieler und für einen Menschen generell, um weiterzukommen im Leben. Und wenn ich jetzt schon gewechselt wäre, wäre es vielleicht der easy way out gewesen. Und wie gesagt, ich genieße aber auch, muss ich sagen, eine tolle Behandlung und die Fans behandeln mich klasse, die Stadt. Und es macht Spaß, Costa Moschidi zu sein und in Weißenfels zu sein. Es macht Spaß, muss ich sagen. Und ich enjoy jeden Tag. Das heißt, ist das auch so ein bestimmtes Gefühl für dich? Du hast gerade davon gesprochen, Fankultur. Ich glaube, du bist nochmal auf einem besonderen Level auch mit den Fans irgendwie verbunden, was man so mitbekommen hat. War das für dich auch so ein bisschen zurückgeben? Also dieses Vertrauen, was man dir geschenkt hat, war vielleicht nicht unbedingt ein Vorschuss, aber du hast gesagt, dass du das in besonderer Art und Weise geschätzt hast, wie Martin Geisler mit dir umgegangen ist und dich vor allem als Mensch gesehen hat und deine Struggles gesehen hat, die aber gewillt war, auf jeden Fall eine Chance zu geben. Definitiv, Mann. Das Leben ist nicht nur nehmen, das Leben ist nehmen und geben. Du weißt, wie das ist. Eine Hand wäscht die andere so. Dadurch, dass ich im Lager gearbeitet habe, ein paar Monate, klar ist es nicht viel, manche Leute machen das ihr ganzes Leben. Ich will auch gar nicht damit groß rumposaunen, aber ich habe einfach gemerkt, dass wir sind alles Menschen. Ich bin nicht mehr besonders als der Typ, der gerade im Stadion sitzt und uns anfeuert. Der weint genau wie ich, der lacht genau wie ich, der braucht Essen genau wie ich. Ich habe einfach gelernt, mehr ins Leben zu gehen mit so Mensch-zu-Mensch-Ansicht. Und wenn sich jemand freut, mich zu sehen, freue ich mich auch, ihn zu sehen. Und ich versuche immer, alle Autogramme zu unterschreiben und immer Talks zu haben mit den Menschen oder zu reden mit den Menschen, zu kommunizieren, weil das gibt ihnen was. Und die kommen hier hin und supporten den Verein schon ihr Leben lang und viel länger als ich. Und wenn ich weg bin, sind die immer noch hier. Und das sollte man respektieren. Und auch was zurückgeben dafür, dass sie ihr Geld, was sie verdienen, in den Verein stecken, um uns anzufeuern, um spielen zu sehen. Ja. Finde ich, gehört das dazu, dass du als Mensch dahin gehst und einen Respekt zeigst. Und von daher ist es für mich relativ einfach, mit den Menschen hier zu kommunizieren und dass sie mir das zurückgeben, diesen Support, finde ich umso schöner. Und ich danke jedem Einzelnen, der in die Halle kommt und uns supportet, der MEC supportet, aber vor allem mich supportet. Bei Dein 360 wollen wir nicht nur auf die Karriere und die Persönlichkeit schauen, sondern auch auf die Skills eines jeden Spielers. Und Kostja bringt jede Menge Skills mit. Natürlich in der Offensive, aber was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dir beschäftigt habe, als ich viel Footage von dir angeguckt habe, du liebst es, Defense zu spielen. War das schon immer so? Und auch das Thema Chase-Down-Blocks, egal ob im 5 gegen 5 oder 3 gegen 3, ist was, das dir nicht nur Spaß zu machen scheint, sondern wo du auch Gefühl für entwickelt hast. Nimm uns mal mit in die Defense und auch in das Thema Chase-Downs-Blocks und Leute oben gegen das Brett nageln. Also ich finde generell immer spektakuläre Sachen geil. Mhm. Ein fetter Dunk oder ein Step-Back-Dreier, aber auch ein Chase-Down-Block sind im Game vorhanden. Und Defense, wie du schon gesagt hast, war mir viel Spaß. Ich finde, Steals holen ist was Nices. So, ne? Du zeigst deinem Gegner damit, dass du ihn stoppen kannst. Ja. Das ist auch so ein mentales Ding, was dazu noch dazu kommt. Chase-Down-Blocks finde ich immer nice. Ich habe damals als kleiner Junge LeBron James Highlights geguckt, wie der beim Fastback hinterherläuft und einen komplett wegsmoddert. Und das wollte ich auch immer schon machen. Habe dann früh angefangen, ihn irgendwie nachzumachen. Da ich lange Arme habe, ist es auch für mich dann einfacher, die Blocks dann zu holen, aber du brauchst auf jeden Fall ein Timing, wie du gesagt hast, für die Blocks und das habe ich dann entwickelt. Und ich liebe es immer, Blocks zu holen, in der Halbzeit zu stehen, nochmal einen großen abzuräumen. Mhm. Ich finde es geil, es gibt Energie und auch den Fans Energie und
Sehe mich immer gerne da. Nice. Gucken wir von deinem Defensivpaket und den wilden Chase-Down-Blocks auf die Offensive. Und da war es gar nicht so einfach für mich, 2 bis 3 Skills oder ja, Signature-Go-To-Moves rauszuziehen, weil du bist breit aufgestellt. Du bist für mich so ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser irgendwie. Du hast einen guten Wurf von außen. Ja, du kriegst ihn schnell los, egal ob aus dem Catch-and-Shoot oder Sidestep, ganz egal. Sobald ein Verteidiger da ist, der vielleicht nicht deine Power hat oder deine Größe, geht's nach unten, ein bisschen Bullyball, da findest du deinen Weg. Du bist sehr breit aufgestellt, finde ich. Ja. Trotzdem möchte ich 2, 3 Sachen rausfinden, die ich gesehen habe, die immer wiederkehren. Und die erste Sache hier draußen, wir sind ja auf dem Freiplatz, ist der einbeinige Dreier, den ich bis jetzt bei dir eher auf dem Freiplatz gesehen habe als drinnen. Und Tommy Klippeisch ist ein Spieler, mit dem hast du Zeit verbracht. Der ist meines Wissens nach der Einzige, der auch regelmäßig von einem Bein hinter der Dreierlinie abdrückt. Erzähl doch mal, wie das bei dir im Game zusammenkommt und ist das was, was wir vielleicht nächste Saison auch öfters zu sehen bekommen, auch Indoor, oder nimm uns mal mit in diesen besonderen Move. Der Move ist einfach ein nicer Move. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl bei dem Move. Manche Leute fühlen sich nicht wohl, von einem Fuß zu werfen, dann ist es auch nicht deren Move. Mhm. Aber ich finde, ich habe eine sehr gute Balance von einem Bein und kriege den Wurf auch sehr schnell los. Und das ist ein Überraschungsmoment. Der Verteidiger rechnet nicht damit, dass du dann mit einem Bein so wirklich hochgehst. Ja. Auch ein bisschen auf respektlos, muss ich sagen, aber ist geil. Und auf dem Speedball-Court mache ich das immer gerne. Dann im professionelleren Bereich, 5 gegen 5, musst du halt einen richtigen Moment auswählen. Du kannst nicht das Spiel anfangen mit einem Einbeinigen und der geht daneben. Ja, musst fühlen schon. Das sieht nicht gut aus. Ja. Wie gesagt, ich stehe viel auf dem Spiel, 5 gegen 5, muss verantwortungsbewusst spielen. Von daher wird er wahrscheinlich irgendwann noch kommen dieses Jahr, wenn ich heiß bin. Wenn ich mich gut fühle und mal ein paar Dreier reingeknallt habe, wird er ganz sicher auch noch mal kommen. Aber wenn es ein enges Spiel ist oder wir hinten sind, dann erwarte nicht von mir, dass ich den Einbeinigen nehme, dann nehme ich lieber den Zweibeinigen. Ja, wenn wir ihn sehen, dann freue ich mich ganz besonders drauf. Da werden wir hier noch mal gucken, wie wir darüber gesprochen haben. Und vielleicht kriegen wir ihn das ein oder andere Mal zu sehen. Weiterer Move, den du oft benutzt, der Spin-Move. Egal, ob um jetzt abzuschließen oder so am Gegner vorbeizuziehen. Mhm. Ich glaube, du gehst damit sowohl direkt zum Korb, hast aber die Möglichkeit, noch einen leichten Fade draus zu machen. Mhm. Was sind die Situationen? Du bist ein sehr instinktiv basierter Spieler. Du nimmst dir irgendwie nichts vor oder hast nur Move 1 und 2, sondern du spielst viel aus dem Gefühl mit Rhythmus. Du findest kreative Lösungen, ähnlich wie in deinem Lebensweg auf dem Court, um irgendwie verschiedene Challenges damit umzugehen. Und der Spin-Move ist eins davon. War der schon immer Teil deines Games oder hat sich das irgendwann etabliert? Ist ein Coach gekommen und hat das nochmal besonders... Ist ein Coach gekommen und meinte so, hey, hier, der Spin-Move lege ich dir ans Herz. So. Ja. Kannst du gut drin werden, weil ist ein dynamischer Move, Spin-Move. Du machst ihn in der Bewegung. Von daher ist es schwer, den dann noch zu kontern. Ja. Und du bist auf 2 Beinen, du bist sehr stabil. Das heißt, nach dem Spin-Move kannst du nochmal abstoppen, Fake machen, nochmal einen Fake machen, nochmal einen Fake machen. So. Ja. Ist einfach geil. Ist ein sehr solider Move. Und ich muss sagen, der Spin-Move ist auch ein Move, der auch ich selbst also nicht verteidigen kann. Also wenn ich einen Typen habe, der ein bisschen breiter ist und mir dann einen Spin-Move da um die Ohren wirft, dann habe ich auch meine Probleme, den zu stoppen. Also Spin-Move ist ein sehr harter Move zu verteidigen. Und ich mache ihn sehr gerne, weil du halt immer noch kontrolliert bist. Und ich bin immer ein Spieler gewesen, der sehr unkontrolliert war manchmal, auch von einem Bein abgesprungen ist. Ja. Von da habe ich auch gelernt, über die Jahre kontrollierter zu spielen und da passt der Move auch super rein in mein Game. Nice. Eine letzte Sache von deinem Game wollen wir noch anschauen. Und zwar hast du Swag in deinem Game. Ja, du hast die Art und Weise, wie du dich bewegst, deine Footwork, du hast den Ball on a String, wie die Amis sagen, ja, deine Handles sind gut. Ist das was natürlich auch schon jetzt länger da ist oder wahrscheinlich was, wo du dir nie nochmal besonders Gedanken drum gemacht hast? War das immer ein Teil von deinem Game? Assist genau dasselbe, ja, du machst gerne kleine No-Looks, hast gute Finger, gute Handles, gehst gut mit dem Ball um. Kannst du irgendwie sagen, was du dir früher angeschaut hast, woher das kommt, Spieler, die vielleicht einen Einfluss auf dich hatten, Mitspieler von dir, NBA, die du früher gefeiert hast, woher kommt der Flash und der Style bei dir? Boah, gute Frage, Mann. Ich habe es damals nie so realisiert. So. Ich habe einfach gespielt mit gewissen Swag, aber damals denkst du nicht an Swag, du spielst einfach so. Und ich muss sagen, als Basketballer, ich wollte immer alles können. Ich wollte immer auf dem Feld sein und in der Lage sein, alles zu können. Und ich fand es auch immer wichtig für mich, dass ich alles kann. So. Und sehr viel harte Arbeit, Mann. Ich habe in Serbien noch so hart gearbeitet wie noch nie in meinem Leben, so 3 Jahre und auch davor. Und dadurch konnte ich mein Game halt nach vorne bringen, in allen Ebenen.
Aber ich glaube, der moderne Basketball entwickelt sich immer mehr dahin, dass man alles machen muss. So, auch die Großen müssen ja werfen mittlerweile. Ja. Von daher konzentriere ich mich darauf, irgendwie alles zu machen. Defense, Offense, Rebounding. Aber ich muss auch sagen, ist einfach angeboren. Also diese Leichtigkeit, sage ich mal. Das hatte ich auch in Fußball oder in anderen Sportarten, dass es einfach dann leichter für mich zu machen war. Aber man muss auch sagen, ich bin sehr teamdienstlicher Spieler. Ja. Von daher werde ich auch immer das machen, wo ich gerade denke, dass es hilft dem Team so. Ja. Und das kann Stil sein, das kann auch mal eine Deflection sein, was ganz Einfaches. Ja. Von daher, ist einfach naturell. Nice. Und ich glaube, du hast gerade gesagt, es fällt dir leicht. Ja, dieser bestimmte Style oder der Swag, das kommt mit dir, das kommt mit deiner Persönlichkeit. Mhm. Und ich glaube, wenn du 2, 3 Würfe triffst, wenn du im Flow bist vom Spiel, wenn du dein großes Smile auf dem Gesicht hast, dann kommt sowas ganz automatisch. Ja. Und eine Sache, die ihr vielleicht schon gesehen habt, die ich gesehen habe, wenn es läuft bei dir, dann gehst du auch nicht weg davon, diese Freude zu teilen und mit den Leuten irgendwie zu zeigen, dass es dir gerade Spaß macht und dass es läuft. Und eine Sache, die ich gefunden habe, sind Celebrations. Ich habe 2 besondere gefunden. Ich habe einmal das Babyfood-Ding gesehen bei dir, dass ich die eine Celebration gesehen habe. Und ich habe den Usain Bolt, den Arrow-Move gesehen. Ja, Mann. Jetzt die Frage für mich. Kommende Saison, auf welche kleinen Celebrations, wenn bei dir läuft und du das zweite, dritte Ding machst, wenn du auf einmal Feuer fängst auf dem Spielfeld, welche kleine Celebration bekommen wir zu sehen? Was hast du noch? Weiß ich selber nicht, muss ich sagen. Das Krasse an mir ist, wenn ich mich danach fühle, fühle ich mich danach so auf dem Feld. Das ist wie ein großer Spielplatz für mich. Okay. Und ich hole einfach die Arrow, also ich hole den einfach raus oder mache einfach irgendwas Wildes. Aber ich glaube, dieses Jahr, Shoutout Dennis Schröder. Dieses Jahr, der Freeze ist Weltmeister geworden. Weißt du, ich meine, der Freeze kommt? Zelebrieren, der Freeze. Okay. Der muss geehrt werden von Dennis. Nice. Und ist ein sehr nicer Weg, einen Dreier zu zelebrieren. Und er wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Okay, macht euch gespannt. Wir warten drauf. Mushidi für 3. Und dann gibt's den Freeze. Yes, sir. Yes, sir. Damit sehen wir uns. Yes, sir. Das heißt, die nächste Saison, du hast gesagt, was deine Ziele sind als Leader, dich etablieren. In der ersten Liga auch nochmal zeigen, wer Kostya Mushidi ist, dass er Game ist und du dich weiterentwickelst, on-court, off-court. Gibt es eine Idee, gibt es einen Plan, gibt es eine Vision, was über das eine Jahr heraus vielleicht noch passiert mit deiner Karriere? Oder denkst du erstmal, okay, Step by Step? Definitiv, man hat Vision, man hat Pläne gemacht. Du weißt ja, es ist mal zu Hause sein Board und hat da seine Sachen drauf. Aber die will ich jetzt noch nicht bekannt geben. Ich habe gelernt in der Vergangenheit, dass ich habe zu früh Sachen bekannt gegeben. Oder ich weiß noch, wo ich 17 war und ich kurz davor war, in die NBA zu kommen, habe ich auch alle meinen Jungs erzählt, ich komme jetzt in die NBA und nächstes Jahr könnt ihr nach Miami kommen, mich besuchen. Alles Bullshit. Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Ich versuche jeden Tag besser zu werden. Ich versuche einfach jedes Spiel, wie mein letztes, zu sehen und alles zu geben und zu kämpfen, bis ich nicht mehr kann. Und am Ende der Saison zu gucken, wo man steht. Aber die Ziele sind natürlich da, die Vision ist noch da. Aber die Vision behalte ich für mich. Meine Vision dieses Jahr ist, mit dem MBC nicht abzusteigen, zu overperformen, eine gute Saison zu spielen. Und für mich selbst natürlich einfach verantwortungsbewusst zu spielen und Leistung zu bringen. Deswegen bin ich hier. Vieles ist möglich, du weißt es selber. Und ich glaube, deine Karriere zeigt, du bist 25 und du hast so viel erlebt. Du bist für mich ein bisschen sowas wie ein Stehaufmännchen, der viele Challenges schon vor der Nase hatte, der daran gewachsen ist. Und ich glaube, du bist gerade an einem Punkt, wo du vieles weggepackt hast. Rauf, runter, jetzt bist du hier, gehst in die zweite Saison und es macht gerade den Eindruck, als wärst du wirklich an einem Punkt, wo du vieles weggepackt hast und jetzt bist du bereit, Step by Step da irgendwie weiterzumachen. Ich danke dir für die sehr, sehr offenen Worte. Ich glaube, du bist ein Vorbild für viele da draußen, die vielleicht strugglen oder auch mal Zeiten haben, wo sie vielleicht zweifeln oder wo es nicht nur irgendwie bergauf geht. Und ich glaube, das ist super wichtig, da die Leute ein bisschen mitzunehmen. Deswegen danke ich dir sehr für die sehr, sehr offenen Worte. Du hast gesagt, du nimmst die Challenges an, so wie du es bis jetzt gemacht hast. Deswegen von meiner Seite auf jeden Fall viel Erfolg für alles, was kommt. Ich bin mir sicher, dass egal was kommt, du wirst da durchgehen und deinen Weg als junger Profi weitergehen. Und bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Wünsche dir alles Gute und danke dir für die Worte. Wir sehen uns auf jeden Fall. Yes. Bis dann.
Das war's mit Kostya Mushidi im MBC. Hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und ihr konntet einiges erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Das heißt, ein Auge lohnt sich auf jeden Fall auf den MBC zu werfen, auf Kostya zu werfen. Und ihr könnt gespannt sein, wo die Reise hingeht. Let's go! Werde ich geschoolt hier, oder was? In meiner eigenen Stadt werde ich geschoolt. Ich bin froh, dass wir draußen sind.